Hey, ich grüße euch. Willkommen zu einem San Diego Comic-Con Special 2024. Ist ja jedes Jahr San Diego Comic-Con. Es gibt auch die New York Comic-Con, die ist ja auch toll fair. Die ist im Februar, jetzt haben wir jetzt Juli, jetzt ist die San Diego Comic-Con angefangen heute bis Sonntag. Ich habe sogar früher ein paar Sachen von gehabt. Ich finde das cool, dieses Zeichen hier extra rausgekramt. Früher viel von gehabt, mittlerweile nichts mehr. Nur noch diesen kleinen Hund mal gekauft. Für damals günstig gewesen, von 2015 hat gekostet, glaube ich, 15 Euro mit Versand 20 Euro. Das ist der Krypto, der Hund von Superman. Hier ist das bekannte Zeichen, San Diego Comic Con. Ich liebe das Zeichen einfach. War echt cool, früher Sachen zu haben davon. Damals ein Keldor gehabt, 2000 nix, das war cool gewesen. Lange her. Ich habe mir so geschaut, was es so gibt, interessante Sachen, sowas waren. Also es gibt viele Sachen, was an die gekommen. Wir wissen ja, Comics, Autogrammkarten, signierte Bilder, Fotos etc. Viele Sachen gibt es da. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die ich gut finde. Preis ungefähr geschätzt, damit wissen, dass der Preis so aktuell ist. Fange ich mal an mit einer alten Serie. Es gibt ja schon mittlerweile von NECA eine ALF-Figur. Und jetzt bei San Diego Comic-Con gibt es zwei neue ALF-Versionen, also ALF-Figuren von NECA. Und einmal ALF mit Hawaii-Hemd und so einer Kette hier mit San Diego Comic-Con, so einer Einkaufstüte von San Diego Comic-Con, eine blaue. Wie kann man haben so eine Tüte? Wäre cool, sie haben so eine Tüte. Und ALF als Superheld. Beide kosten so 80 Euro. Die normale Figur kostet so 45 Euro. Geht noch von dem Preis. Entwicklung kann man sagen, ist noch im grünen Bereich. Dann natürlich Tubet. Der hat gekostet bei Mattel Creations, aber ungefähr so 55 Euro, so 50 Euro um den Dreh. Jetzt kostet der 100 Euro, der ist ja mittlerweile ausverkauft schon bei Mattel Creation. Wie gesagt, ich schätze, wie in San Diego Comic Con dieses Zeichen da drauf hat, deswegen schätze ich einfach mal. 100 Euro aktuell, gerade geguckt habe, so, wird bestimmt Preis nach oben gehen, aber die Figuren finde ich nicht so schön. Tubet, Einzelfiguren, die beiden, muss ich nicht haben. Ist eine Cartoon-Kollektion, kann man sagen. Dann gibt es noch ein Darth Maul Episode 1 in der Black Series. Das sind die großen Figuren, die ungefähr so 16 cm groß sind. Mit diesen Speeder, diesen Sith-Speeder von Episode 1, wo er da die Bayes gesucht hatte, da und damit Fernglas gestanden hat, dieser Sith-Speeder dabei. 130 Euro. Wird dann geht dafür eigentlich so gesehen. Dann gibt es noch, was ich richtig cool finde, es gibt dieses Jahr so Stofftiere, und zwar Killer Clowns von Upper Space. Die kosten so 100 Euro, finde ich knuffig. So 20 Euro wäre okay gewesen, aber kann man nicht ändern. Vielleicht kommen die irgendwann mal im Handel raus, das wäre echt cool. So Stofftiere von Killer Clowns von Upper Space war echt hammermäßig. Was gibt es noch Schönes? Die Turtles, zwei so komische Turtles-Figuren, die sehen ganz komisch aus. Die sehen, ich weiß nicht, 60 Euro sind total hässlich, die lohnen sich gar nicht. Anders so langgezogen, eins ein bisschen dicker und so. Grauenhaft? Nein. Dann gibt es einen Java aus der Mandalorian-Serie mit so einem grauen Umhang. 170 Euro habe ich so gesehen. Ich finde die Figur nicht so schön. Es ist, glaube ich, ein größerer Java, aber trotzdem Preis 170 Euro muss nicht sein. Was haben wir noch Schönes? Meine Schrift kann ich lesen können, das ist schrecklich. Nein, ein Man-Bed von Mando oder Mondo für 745 Euro. 1 zu 6, das ist ein bisschen teuer, würde ich sagen. Einfach mal. Dann ein Turtle-Shredder, 65 Euro, schöne Figur, Preis ist okay, wie gesagt, dann Diego Comic-Con. Dann gibt es, das ich ein krass finde, von Jurassic World eine Figur, Jimmy, ich weiß nicht, wer Jimmy ist gewesen in dem Film, ehrlich gesagt, ich kann mich erinnern, Jurassic World 1, Jimmy war einer für 70 Euro. Gibt es, muss man nicht haben, auch bei Tail Creation gibt es immer noch zu bestellen, wenn man ihn haben möchte, ein bisschen billiger sogar. Dann gibt es so ein Set von Batman, so drei Batman, Superman, noch so eine Figur, bisschen düster gemacht, für 80 Euro, ist okay. Dann gibt es noch Nosferatu, so eine Nosferatu-Figur für 75 Euro, die Leute im Dunkeln, aber Nosferatu finde ich persönlich nicht so ganz toll, ehrlich gesagt. Dann Monster High natürlich, eine Figur, die schon bei Mattel ausverkauft ist, Mattel Creation. Preis 200 Euro, hat gekostet 75 Dollar, also die Scalper freuen sich wieder, dass das explosiv ist bei San Diego Comic-Con. Dann gibt es so komische Little People von Mattel mit Batman bezogen. Die Figuren finde ich grauenhaft. Little People, das ist das für kleine Kinder im Kindergarten, im Babylaufstall und so. Little People braucht kein Mensch, weil die sammelt irgendwie, sollte man Kindergarten gehen, eine Runde spielen und so. Also ich finde die grauenhaft, diese Figuren einfach nur. Ich finde eher die Figuren, denn ich finde die einfach nur für kleine Kinder gedacht, die sind grauenhaft. Genauso die komischen Funko-Köpfe da. Eine Figur, so klein, Körper und so ein Wasserkopf wie 10-mal größer als normal. Grauenhaft. Was gibt es noch Schönes? Eine Superman-Statue von McFarlane aus dem Comic bekannt. So eine Statue für 100, wie kostet die so? Superman 130, 100 Euro so in den Dreh. Aber eine Statue finde ich persönlich langweilig. Exklusiv vom DC McFarlane Multiverse. Ich finde die Figur eine Statue langweilig. Einfach nur. Was gibt es noch Schönes?
Ach ja, so ein Predator gibt es ein bisschen geisterhaft aus, ein bisschen Mischmasse getarnt und nicht aus, ein bisschen Zombie-mäßig aus, würde ich sagen, so kostet so 90 Euro, muss man nicht haben. Ja, auf Starter gibt es Sachen wieder, das finde ich sehr heftig ein bisschen. Und zwar gibt es von Star Trek gibt es so ein Phaser von Next Generation als Flaschenöffner für 55 Euro. Das ist ein Flaschenöffner, 55 Euro. Wenn der Phaser jetzt gewesen wäre mit Funktion, gibt es da zurzeit bei Amazon von TOS, von der Classics. TOS heißt der The Origin Serie, Originalserie von früher. Ein Phaser kostet so 30 Euro. Von Next Generation wäre cool gewesen, aber ein Flaschenöffner nur ohne Funktion muss man nicht haben. Was gibt es noch Schönes? Bishuyo-Starter gibt es auch wieder. Das ist aber nicht so schlimm, wie gesagt. Früher war es so gewesen bei Bishuyo, wenn ihr das kennen solltet. Kotobukiya, Firma, wie die heißt aus Japan, da sind so Statuen, sind so halt Frauen, die ein bisschen leicht angezogen sind. Auch so gemacht, wo es keine Frauen gibt, wenn die weiblich gemacht, gibt ein Freddy als weibliche Version, ein Michael Myers, ein Freddy Krüger, ein Chucky etc. Es gibt es auch davon. Früher war es so gewesen bei den Bishuyo-Statuen, die waren früher echt explosiv, San Diego Comic-Con oder New York Comic-Con. Die konnten nur da kaufen, das ist mittlerweile so, die haben es übertrieben. Früher war es so gewesen, ein oder maximal zwei Figuren pro San Diego Comic-Con exklusiv jedes Jahr. Mittlerweile kommen da Limited Edition jedes Jahr raus, jeden Monat da zwei oder so. Das ist übertrieben, finde ich ein bisschen. Früher war es halt anders gewesen. Wenn die Statue da zu kaufen war, war es schöner. Mittlerweile kann man die auch so kaufen, dann warte ich lieber, bis die bei einem normalen Shop rauskommen. Da gibt es einmal eine Offizierin da von der alten Serie TOS, der wisst, dass sie so Kleider anhaben, diese so große Minirock anhatten und so. Gibt es davon? Gab es schon eine Version von, eine blonde Version davon? Die andere war schwarzhaarig gewesen. Preise sagen ein bisschen sehr teuer, würde ich mal sagen. Dann gibt es noch eine Darkstalker Repaint-Version oder als Explosivsanktion. Gibt auch einen Shop später und eine Transformers-Version. Außer Roter Teufel, die heißt Cliffjumper. Muss man nicht haben. Was gibt es noch Schönes? Ach ja, mit Star Trek wollte ich noch sagen. Früher war es so gewesen bei Star Trek, da konnte man. Wo noch Diamond Select noch die Lizenz hatte, das waren die besten Hersteller, da konnte Eagle Mosnatronic kloppen gegen, finde ich. Das waren die besten Fahrzeuge ever, die rausgekommen sind. Da kam jedes Jahr so ein Eagle Comic Con Exklusivteil raus. Ich habe keins gehabt davon. Nein, habt ihr mal gesehen, da gab es irgendwie so eine goldene Enterprise, eine US Defiant ist die Enterprise in ganz grün gewesen. Das waren echt schöne Schiffe, die die hatten, ehrlich gesagt. Oder irgendwie explosive Versionen mit, von Enterprise. Aber ich kann nicht, das Excelsior mit Sule, irgendein Text drauf gewesen. Jedes Jahr ein anderes Schiff, das war schön gewesen. Haben sie eingestellt, leider. Wie gesagt, ich hoffe mal, Diamond Select die Lizenz irgendwann mal wieder, damit die Schiffe rauskommen von Star Trek. Und dann gibt es noch was für die Masters-Fans natürlich irgendwie. Preis ist sehr teuer, finde ich. Und zwar, wenn ihr es kennen solltet, Conan, der alte Conan Schwarzenegger, als Paint-Version von dem ersten Film für 125 Euro. Gemacht auf Vintage-Figuren gemacht. Also nette Figur. 20 Euro wäre okay gewesen, 125 Euro. Nein, danke. Ich gucke mal, lesen kann irgendwas noch. Little Peep habe ich schon gehabt. Heat Compressen. Star, 100 Euro. Superman Starter habe ich schon gehabt. Das war es eigentlich schon so figurenmäßig. Also groß, was mich interessieren würde, ist nicht dabei, habe ich gesagt. Bei Stofftiere von Clown, von Killer Clowns aber Space sind knuffig, die Dinger. Preise da ein bisschen teuer gegriffen, aber es ist so eines gewesen. Dann viel Kontakt. Genau, das war es eigentlich so. Die ersten Sachen, die ich so gesehen habe, gesichtet habe. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, was auch gesichtet habe, was interessant für euch ist, was an die Comic-Con angeht. Das Schönste ist immer, wenn man Sachen kaufen kann, so ein Aufkleber drauf ist. Ich hatte mal früher mal, das ist schon ein bisschen länger her, weil ich den haben wollte, das war echt da so gewesen, das war diese Pinguin von Gotham. Den gab es damals in der blutenden Version, mit einem Apfel in der Hand. Da gab es zwei Versionen von. Die Figur kam vor den Figuren raus, die im Handel waren. Das gab es, das war glaube ich auch Diamond Select, glaube ich, gewesen. Da habe ich diese Figur damals gehabt, mit diesen Zeichen drauf gehabt. Hatte so blutverschmierte Gesicht gehabt, die erste Version. Die lieber die normale Version gehabt, von dem habe ich damals gehabt und leider verkauft wieder. Aber auch schönes Zeichen drauf gewesen, finde ich. Also in die Figur kommen dann halt was. Nosferatu, Little People. Genau, das war es eigentlich so, dass ich die Sachen gesichtet habe. Wie gesagt, könnt gerne Kommentare reinschreiben, ob ihr auch was gesichtet habt, was San Diego Comic-Con angeht. Mein Traum wäre mal, San Diego Comic-Con direkt vor der Haustür, muss keine Fahrtkosten haben, kann direkt hingehen, freier Eintritt. Das wäre mein Traum. Amerika ist halt eine andere Liga, was unsere Comic-Messen angeht. Aber ist das große Ereignis des Jahres. Ich weiß damals noch, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, oder vor 3 Jahren, ich überlege gerade irgendwie, wo die da diese Ausstellung von Mattel gemacht hatten, die ganzen Figuren aufgebaut hatten bei San Diego Comic-Con und diese Eternia-Pläse mit den ganzen Figuren. Da bin ich noch gedacht, wow, jetzt kommt Eternia-Pläse, kommt jetzt endlich mal raus im Handel, bei Smith Toys und so. Was ist da rausgekommen? Mattel Creation Mist kam dabei raus. Kann man nicht ändern. Sag mal, schönen Abend noch und bis bald. Ciao.